Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose. Hype. Wir haben es heute immer noch nicht so Hallo. gemacht, das mit dem Hype zu switchen, ne? Nee, ich will das auch Meinst du nicht. es? Ja, Der Kröger ist kein guter Überbringer. wenn meine erste Frage direkt, Yannick. Ja. Wir haben ja letzte Folge haben wir direkt angefangen mit Counter-Strike und mit der neuen Operation. Ach nee. Bist du irgendwie noch hyped? Ja. Du nicht, oder was? Ja, ich weiß nicht, bei mir ist das, also ich hab dann die Operation gespielt und so und ich habe auch von dieser Woche schon die Cole hat meisten dann Sachen gemerkt, dass sie durchgespielt. richtig scheiße ist. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie ist, I don't know, irgendwie, ich bin gerade so gar nicht mehr in dem Modus. Also ich muss sagen, die Operation an sich ist halt irgendwie schwach, weil du hast halt so wenig von der Operation aus, was du jede Woche spielen musst, dadurch, dass du man kann halt voll viele Missionen machen, musst du dir vorstellen, Tobi. Für die kriegst du dann Sterne und dadurch und durch die Mission levelt sich halt dein Operation Coin ab. Und mit diesen Sternen kannst Also du ja noch. eigentlich wie beim Alten alles. Ja, und kannst ja halt diese Items kaufen. Aber du kannst irgendwie theoretisch durch alle, wenn du alle Missionen machst, kannst du, weiß ich nicht, 15 Sterne oder so verdienen bestimmt. Aber jetzt, diese Woche, kannst du halt nur maximal 6 überhaupt bekommen. So, also du brauchst gar nicht alle Missionen zu machen. Ja, Für den Coin und so. Und ich das ist glaube, es halt. reicht aus, nur zwei Missionen zu machen, um die 6 Sterne zu bekommen. Das heißt, das Einzige, Was was ist ich, glaube der ich, gemacht, Jackpot, wenn du später alles geschafft hast? ja, halt der Diamond Coin oder was ist das? Also halt. Ach so, Ja, nur der Coin, die sonst nichts. Verdienstmünze. Ja, die Verdienstmünze, genau. Ja, Naja. und du kannst halt durch die ganzen Sterne dir Items holen und wenn du dir jetzt immer Aber davon die Cases Items sind holst und so, zufällig, oder was? die Items sind zufällig Nein. Achso, und nicht ja. zufällig. Es gibt beides. Naja, also die Sache ist, früher gab es ja quasi. Also du wusstest vorher schon, bei, keine Ahnung, 10 Sternen, die ich bekommen habe, bekomme ich jetzt aus der und der Collection irgendwas. Aber die haben das mittlerweile so umgeändert, dass du dir für Sterne, also dafür gibt es quasi einfach so einen Shop. Und in dem Shop kannst du dir für Sterne was kaufen. Da kostet dann zum Beispiel irgend so eine Collection, bezahlst dann 2 Sterne, bekommst dann irgendein random Item. Für Sticker, glaube ich, irgendwie einen. Ja. Ja, aber es ist Okay, halt irgendwie, okay. also ich glaube im Endeffekt, was habe ich dafür gemacht? Ich habe mit einem Kollegen so eine Mission gespielt, wo wir halt einfach 4, 5 Runden hintereinander Bots umklatschen mussten mit Pistols. Und dann, ich glaube, 4 Kills mit der Deagle im Gelegenheitsspiel. Und dann war ich durch für diese Woche. So, aber ich muss dazu sagen, jetzt Ja, unabhängig die von der denken Operation. halt an die Berufstätigen und an die Studenten mit viel Verpflichtung, so. Das ist natürlich nett, im Vergleich zu Valorant ist das deutlich besser, weil bei Valorant, da hätte man jeden Tag, glaube ich, 3 Stunden spielen müssen im Verlauf der ganzen Season, um es halt bis zum Ende zu schaffen. Aber abgesehen von der Operation bin ich generell irgendwie im Moment wieder total hyped auf CSGO. Also von daher ist mir die Operation eigentlich so nebensächlich eher. Ey, no joke, ich gar nicht. Also ich war an dem Tag übel hyped und dann ging bei mir so die Hype-Kurve so ganz nach unten. Ich kann ja, ich weiß auch gar nicht mehr. So, ich habe hier bis vor 3 Wochen oder so ewig kein CSGO mehr gezockt oder so. Ich glaube, ich kann Ich. überbieten. Ja, gut, das kann ich mir wohl vorstellen, dass du das überbieten kannst. Aber ich habe jetzt dann in den letzten 2 Wochen, ich glaube, 35 Stunden oder so CSGO dann gespielt. Jetzt wieder. Und ich muss sagen, es macht halt einfach wieder Bock. Wieso auch immer. Ja, Ich weiß Tobi, nicht. hast du es überhaupt noch mal wieder gespielt? Da weißt du das doch gar nicht. Nee, ich weiß nicht, aber irgendwie ist es CS für mich irgendwie nicht mehr so. Darfst halt nicht so schlecht Aber spielen, Tobi, du warst aber, glaube ich, ne? auch nie so drin wie wir, oder? Ja. Also. Ich weiß nicht, also eine Zeit lang habe ich relativ viel gespielt, ne? Irgendwie muss man auch auf seine 1000 Stunden kommen. Hast du 1000? Wild. Ja. Weil Tobi ich habe denkt jetzt jetzt, 1000 er habe ich würde. irgendwann nochmal voll gemacht und Er danach hat irgendwie die denkt Lust jetzt, er aufgehört. wird hier mit 1000 Stunden flexen oder so. Ja, ich habe jetzt dadurch wieder, Ach, glaube wie ich, süß. vor einer Woche oder so die 2000 geknackt. 1070 habe ich. Ja, ich kam da, glaube ich, irgendwo bei 1800. 865 ist. Ja, irgendwie sowas. Also, meine Aktivitäten in den letzten 2 Wochen setzen sich, glaube ich, hauptsächlich aus F1 2020 zusammen. Aber ich habe immer in 21 Stunden. Aber ich weiß nicht genau, wie viel von F1 ist Ja gerade. gut, bei mir ist Machen auch wir noch bei jetzt. meinen.
40 Stunden in den letzten zwei Wochen in Rocket League dabei, weil bei Rocket League auch eine neue Season ist jetzt gerade. Rocket League auch nicht mehr gespielt. Jungs, letzte Folge wurden hier die Spotify-Rapped-Sachen alle verglichen. Jetzt vergleichen wir, was wir in den letzten zwei Wochen gespielt haben. Bei mir war es halt wirklich so 95% F1 2020. Gutes Game übrigens. Da kann man seinen eigenen Rennstall aufbauen. Und mein Rennstall ist jetzt der beste Rennstall in der Formel. Boah, ey, toll. Geil, wa? Ich bin wirklich begeistert. Erstmal Max Verstappen verpflichtet. Boah, geil, Mann. Und wann fährt Michael Schumacher bei dir? Ich glaube, der wird es nicht mehr ins Auto schaffen. Oha. Das war jetzt aber ein Front, Tobi. Direkt in den Titel. Das war kein Front, Junge. Hä? Warum bist du lost? Ja, Junge, das war Spaß. Okay. Na. Na, und sonst bei euch, Jungs? Jetzt, wo alle Zuhörer weg sind, weil Tobi von F1 gesprochen hat. Wollen wir ein bisschen über Corona sprechen? Die war auf jeden Fall noch nicht nach dem CS-Part weg. Nee, nee. Wollen wir ein bisschen über Corona sprechen? Ich weiß nicht. Muss das eigentlich sein? Ich finde es eigentlich sehr traurig. Ich habe mich gefreut, an Silvester vielleicht mal wieder mich mit Leuten zu treffen. Mal wieder zu saufen. Ich habe Silvester auch Bock gehabt, aber... Ja, so ist wahrscheinlich auf jeden Fall klüger. Ja, es ist, ja, es hätte erst gar nicht so weit kommen sollen. Nee. So, dann wäre es auf jeden Fall schöner gewesen. Aber gut, was willst du da jetzt machen? Scheiße gelaufen für die Deutschen. Also ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch so. Vielleicht müssten wir erstmal alle Leute abholen, fällt mir gerade auf. Wieso? Also, zum Aufnahmezeitpunkt, wir nehmen gerade samstags auf. Freitags wurde, ich weiß, bundesweit jetzt? Nee, ne? Erstmal nur NRW, ne? Das war der, also gestern hat der Laschet geredet. Also auf jeden Fall wurde gestern also für NRW gesagt, dass, ich glaube bis 10. Januar, jetzt so ein, wie hat er denn gesagt, Speed-Lockdown oder so? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwie halt auf jeden Fall nochmal verschärfte Regeln gelten, Schulpflicht wird außer Kraft gesetzt. Ja, das nicht, aber... Doch, klar. Doch, aber irgendwie, doch so ganz komisch, irgendwie so ab der, es ist so, dass niemand mehr zum Unterricht muss, aber für die Klassen 1 bis 8 wird angeboten und man kann die hinschicken, aber niemand muss halt hin, so. Ah. Und, es sollen halt noch alle Läden zumachen, die keine Waren des alltäglichen Bedarfs haben und so. Und es gilt halt für Treffen immer noch die Regel, 5 Personen, maximal 2 Haushalte. Und erst war ja irgendwie gesagt, dass über Weihnachten ein bisschen gelockert wird und auch Silvester und so. Aber jetzt wurde nochmal verschärft. Naja. Also ich bin momentan ein bisschen... am Anfang war ich so, jo, wir schaffen das alle zusammen. Und mittlerweile denke ich mir so, jo, da gibt es halt so Idioten, so wegen denen das halt alles wieder so ist. Weil als die Zahlen hochgegangen sind, im Sommer war es ja, glaube ich, relativ stabil bei uns. Da hatten wir relativ wenig Zahlen. Stabil. Da war es ja, glaube ich, auch relativ ungefährlich, jetzt irgendwie was mit Freunden auch zu machen, wenn man halt natürlich ein bisschen Abstand gehalten hat und so. Und da habe ich halt auch dann was mit anderen Leuten so gemacht. Aber als die Zahlen dann wieder hochgegangen sind, war ich auch ganz schnell wieder nur zu Hause. Aber ich weiß nicht, momentan, ich sehe es auch so richtig, wie nennt man das, wenn man quasi die Zukunft nicht so positiv sieht, generell. Pessimistisch? Ach genau, ja, ich sehe es so pessimistisch und denke so, yo, wir sind halt einfach jetzt Fakt. So, das ist... Ja, es ist halt irgendwie ärgerlich, dass also gerade über die Feiertage halt jetzt nochmal so der krasseste Lockdown ist, so. Ja, ich meine... Aber wahrscheinlich klüger, wie gesagt. Es gab ja auch so Predictions irgendwie, wenn man halt über Weihnachten den Lockdown wieder so aufhebt, dass die Kurve wieder so richtig krass hochgeht, so. Ja, safe. Es ist ja auch super dumm, halt quasi einfach den Lockdown um die Feiertage so rumzubauen. Ja. Aber ja, ich meine, selbst wenn die Zahlen jetzt nicht am Ende noch so hoch gestiegen wären, wäre es auch dumm gewesen, theoretisch Weihnachten und Silvester zu feiern, weil dann wären sie erst recht wieder hochgegangen. Also es hätte so oder so ja vorher irgendeinen harten Lockdown geben müssen, um mal alle Leute, um mal die Infektionskette wirklich komplett zu durchbrechen. Ich meine, ja, man hat es ja versucht mit diesem... Ja, momentan, also vorgestern war ja auch schon 5 Personen, 2 Haushalte und so, aber es war halt irgendwie so im, ja, irgendwie Alltag, würde ich fast sagen. Irgendwie waren halt so gefühlt kaum Einschränkungen so. Also nicht mehr als das ganze Jahr schon. Beziehungsweise ist,
ich meine, ich kann da jetzt auch wieder falsch liegen, aber also was jetzt die Regeln, die neuen angeht. Aber vorher war es ja so, dass gesagt wurde, die 5 Personen und 2 Haushalte, die gelten für öffentliche Treffen in der Öffentlichkeit. Und Ich nicht meine auch für Treffen privat. im privaten Raum. Nee, das war nämlich vorher eben nicht der Fall. Das war vorher nur im öffentlichen Rahmen. Und diese 2 Haushalte, 5 Personen-Regel, die jetzt dann gelten soll, die gilt ja dann auch für private, für den privaten Rahmen. Und das Ja. würde das Ganze ja dann jetzt dann doch nochmal, auch was Treffen und sowas angeht, maßgeblich einschränken. Ey, imagine Schulkinder, ich weiß nicht, in 2045 oder so, die dann in der Schule im Geschichtsunterricht die Corona-Zeit so haben. Und dann müssen die sagen, ja, wann wurden welche neuen Lockerungen getroffen, wann wurden neue Verschärfungen getroffen. Dann müssen die sagen, ja, und dann durfte Wann man sich wurde von der dem und zweite dem. Lockdown gemacht? Ja, das war der Ja, aber imagine, hä, dann. 11. Dezember Guck mal, 23. das ist doch das Gleiche wie für uns, wenn wir jetzt sagen müssen, wer in der Weimarer Republik irgendwie irgendwann an der Macht war. Dann sagst du so, yo, ne, vom 12. Fall auch 5. bis vergleichbar, zum finde ich. 14.5. Waren die und die Maßnahmen. So, an Ja, welchem? und Dann dann. müssen in Mathe auch so die Kurven vom Verlauf analysiert werden. Eine Kurvendiskussion mit den Corona-Fallzahlen. Ey, Geil, no Junge. joke, ich glaube, das hatte Also ich im eigentlich kannst du Abi. echt viel machen, ne? Ich glaube, das hatten wir im Abi im Grundkurs. Bei Corona. Mathe. Nee, ja, da war irgendwas auch mit den. Mit irgend so einem Diagramm und dann irgendwas von wegen so und so viel Patienten und Ansteckung und sonst irgendwas war. Hab mich auf das echte Leben vorbereitet. Also, wenn er jemand sagt, so die Schule bereitet eigentlich auf das echte Leben vor, ich kann nur sagen, wir Take hatten in this. Mathe im Abitur, haben wir uns mit Viren befasst. Kolja möchte sich mit seinen Kollegen zu Silvester treffen. Analysiere die Fallkurve und bestimme und prognostiziere den Verlauf. Ja, okay, so krass war es jetzt auch nicht, aber da war irgendwie so, ja, eine Ja, doch. Person steckt, keine Ahnung, 10 Leute an. Die stecken dann auch wieder 10 Leute an. Von R-Wert von 10, Junge. Ja, und dann wann sind, keine Bock. Ahnung, so 10.000 Leute angesteckt. Ja moin. Ja moin. Ja, mich regt gerade so ein Schnell. bisschen auf. Ich habe auch für Silvester. Ich meine, eigentlich Schon hätte mir mal auch noch nicht klar sein müssen. eingekauft? Nein, nicht eingekauft. Ach so. Ich habe halt für Silvester eine leerstehende Wohnung, wo ich vorhatte zu feiern, habe ich halt komplett leer Janik hat geräumt, erstmal eine sauber Wohnung gemacht. gekauft. Ja, halt komplett sauber gemacht, ausgeräumt und alles. Schadet ja nicht. Alles jetzt halt. Ja, ich meine, kann man nach Corona halt immer noch dann da feiern, ne? Aber ist halt trotzdem unlucky. Ja, aber Nach was auch, glaube Corona. ich, sein wird, so irgendwann werden wir bestimmt unseren Kindern erzählen, yo, so 2020, da war so das Jahr, so, wo man Weihnachten nicht zusammen feiern konnte und Silvester nicht und so. Da habe ich einfach mal aus Spaß Schwedisch gelernt, weil ich sonst nichts zu tun hatte. Ja, da war ich der Held der Nation, weil ich den ganzen Tag vor meinem What? PC saß und Videospiele gespielt habe. Und Operation Fang gespielt habe. Ja, ich weiß nicht. Es wird, glaube ich, irgendwann so richtig wild davon zu erzählen. So. Und weißt du, so deine Glaube ich Enkel eigentlich. irgendwann. So, und die blicken dann so gar nicht, was du überhaupt von denen möchtest, und dann erzählst du so, ja, das war so gefährlich. So, Leute sind da reihenweise umgefallen, wie die fliegen. So. Komplett Also, überdramatisiert. So, Kollege, aber Kolja, der. du hast mal Ja. vom Zweiten Weltkrieg gehört, das war gar nichts dagegen. Genau wie der Schulweg deiner Eltern, 20 Kilometer durch den Schnee gelaufen. Kolja ist da draußen gegangen, dick eingepackt, mit Maske und allem und ist beim Einkaufen fast gestorben. Ey, eigentlich müsstest du so ein richtig krasses Fotoshooting machen, so gefühlt in so Kriegsstimmung. Wir müssen noch danach, wenn Corona wieder weg ist, Tobi, müssen wir so einen richtig überdramatisierten Spielfilm daraus machen. Ja, safe. Kolja versucht nur eine Tüte Milch zu kaufen und stirbt einfach dabei im Ah, Supermarkt. Kolja geht in den Supermarkt und fällt einfach tot um. Wir machen da so die. Warte, Scheiße. wir machen dann so einen Ey, Film. nein, so ein richtig so schon abgefuckter Supermarkt und Kohl geht einfach rein und fällt instant um. Und da liegen so richtig viele Leichen noch rum. Nice. Sagt meinen Eltern, dass ich sie liebe. Ja, und dann machst du noch eine Lieb Kinderserie Kolja. dazu, die Covidioten. Und dann erklärst du da, warum das Grundgesetz so wichtig ist und warum das keine richtige Einschränkung sind und so. Ja.
wird wild. Ich sehe uns eigentlich, wie wir mit den 21.500 Todesfällen so im Vergleich dastehen zu anderen Ländern? Ich habe gestern auch nur eine Kurve gesehen, wie es generell in Deutschland vergleichsmäßig aussieht, was Corona angeht. Und eigentlich sind wir ziemlich gut dabei im Vergleich, aber ich meine, darüber redet ja jetzt eigentlich keiner mehr, so also wirklich, dass wir trotzdem noch besser dran sind als die Franzosen oder so, obwohl uns hier trotzdem die Leute alle umfallen. Also ist ja auch irgendwie, ja, Ja, weiß ich nicht. wobei, wir waren ja mal eine Zeit lang so Vorreiter in Europa, aber ich glaube, jetzt sind wir bald auf dem Niveau von Frankreich. Vorreiter in welcher Hinsicht? Was, also Also, positiv oder negativ? dass wir eher positiv, dass wir wenig Fälle Ich wollte haben. schon sagen, Jungs, wir sind Vorreiter Vorreiter. mit den Toten hier, mit den Corona-Toten. Ich weiß gerade nicht, ich Jungs. sehe halt hier jetzt gerade nur die insgesamten Fallzahlen im Vergleich. Ich weiß gar nicht so, wie es mit Also ich den Bürgern glaube, im Vergleich ich würde jetzt aussieht. mal die vage Vermutung aufstellen, im Vergleich zu den USA sind wir ganz gut, stehen wir ganz gut da. Ja, USA, da sehe ich alle Staaten einzeln, das bringt mir gar nicht so viel. Obwohl alleine Kalifornien hat mehr Fälle als wir in Deutschland. Ja, gut. Wie viele Tote haben die in Kalifornien? Das sehe ich hier gerade nicht. California. Ich meine, hatte nicht New York schon Naja, I don't vor ein know paar welches. Monaten mehr Fallzahlen als wir jetzt in Deutschland? Ja, vor ein paar Monaten bestimmt, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt hat New York 120 und wir haben, aber in ganz Deutschland 270.000. Also aktive Fälle. Ja. Na, okay. Aber Türkei hat einfach 450.000 aktive Fälle. Chillig. Ja, Vlad, Ich die glaube, die sind USA. gerade die Ich glaube, die krassesten. USA haben keine Ahnung, wie viel Ja, safe, ja, Millionen safe aktive USA hat Fälle. auch mehr. Ah, anscheinend. What? Nein. 2,7 Millionen? Der Ja. USA? Es steht hier so, aber ich kann es eben gerade nicht glauben. Ja, Ich ich habe jetzt meine mal ein bisschen wirklich. rausgezoomt und hier steht hier United States 2,7 Millionen. Wenn wir das jetzt Das mal wäre auf halt einfach das Einwohner. Zehnfache von uns. Ja. Skalieren wir das mal auf die Easy. Einwohner, dann ist es immer noch viel. Ja. Wie viel haben wir nochmal, hast du gesagt? Wir haben 270.000. Ja, wenn die USA so Ja, ungefähr guck auf mal, die haben unserem knapp Niveau wären, viermal so viel dann hätten. Einwohner wie wir. Ja, Ja, dann hätten also, die halt ja ja, ein ungefähr. bisschen mehr als Ja. 1 Million dürften die haben. Ja, ein Na bisschen gut. mehr. Ist das Eine nicht dann Million. das Ja, ganz. Zweieinhalbfache von uns, wenn man das Nein. runterskaliert? Nee, drei, Nee. vierfach. Vierfach, fast vierfach. Ja, wait, aber die haben doch Ne. viermal so viel Einwohner. Ja. Hä? Ja. Ach so, das meintest du jetzt? Sie haben das Ja, als und zweifache. Zehnfache zehnfache an Corona-Fällen, Koya. Ja. Ja. Und 10 Ja. durch 4 sind zweieinhalb. Ja. Ja, habe ich doch gesagt, zweieinhalbfache. Du hast am Anfang irgendwas mit 1,5 gesagt. Ich habe zweieinhalb gesagt. Ich meinte auf jeden Fall Okay. zweieinhalb. Ist egal. Ich meinte Bromius Moment zweieinhalb. hier. So. Ja, aber keine Ja, aber. Ahnung. Ja. Das, Also, wie viel. Ja, wohl, nee, ist jetzt ein Scheißvergleich. Ich lasse es lieber. Ja, aber ich hab eine Frage. Was macht ihr an Weihnachten? Bleibt ihr an Weihnachten wirklich komplett zu Hause oder geht Ich ihr mal weiß irgendwie nicht. kurz die Großeltern besuchen? Weil bei uns war das die letzte Woche quasi so das Hauptthema zu Hause, wie wir meine eine Oma besuchen können oder ob wir die überhaupt besuchen können und wie das dann irgendwie technisch abläuft. Ich weiß nicht, also meine einen Großeltern, die wohnen ja mit uns im Haus, also ja, doch schon im Haus. Ich denke mal, die werde ich auf jeden Fall sehen halt, ne? Ah, ich glaube, die anderen Skandal. werde ich wahrscheinlich eher nicht sehen. Bei mir wird es wahrscheinlich auch drauf. Ich meine, zu Weihnachten feiern wir eh eigentlich meistens mit der Familie hier. Also ich bleib so oder so zu Hause. Und dann Weihnachten, Einfach ausgetrickst, einfach ausgetrickst. aber ich, ja, wahrscheinlich feier ich entweder mit meiner Tante und meiner Cousine oder mit den Großeltern, aber. Bei mir steht noch ein bisschen zur Frage, ob ich zu meinem Vater gehe. Also fahre. Gehen ist auch eine Option, Gehen wäre jetzt keine Option für mich. ne? Hast du noch mal ein bisschen mehr Bewegung wieder, Ein Tobi? bisschen Ja, aber Sport, da Tobi. brauche ich ja alleine 2 Weihnachtsfeiertage, um anzukommen. Ihr müsst halt nur früh genug loslaufen, hä? Ja. Mein Gott. Ja, ach, so weit Dann ist auf das dem doch auch Weg nicht. erstmal irgendwo Corona einsammeln. Ach, ist so an der frischen Luft, Tobi. Ja, Tobi, außerdem, ne, du bist ja innerhalb von 2 Tagen dann da, dann bist ja noch nicht ansteckend. Ja. Ja, Easy. eben. Ja, gut, man kann ja trotzdem Viren mitschleppen. Ja, gut. Aber keine Coronaviren. Na, also ich weiß nicht, bei uns ist das momentan so die Sache, wir splitten uns vielleicht auf. Also, dass wir dann so in
quasi ein Zweier-Dings zu meiner Oma gehen, weil die Wohnung ist halt von der nicht so unbedingt unglaublich riesig. Und dann setzen wir uns halt da in den, also nicht in die Küche, sondern so ins Wohnzimmer, weil das halt größer ist, dann lüften wir da. Wäre es nicht vielleicht eine Alternative, deine Oma abzuholen? Die Gedanken sind ja frei. Also die Sache ist, wir sind halt immer jede Weihnachten, gehen wir dann zu meiner Oma, aber ja, abholen. Es ist immer Zeit für Veränderungen, Kolja. Ja, es glaube ich, eine so schwierige Zeit wie heute, ne? Ja, eben, man muss sich halt anpassen. Wenn ich noch einmal Ja der Veränderung oder so höre, ne? Ja. Ich kotz im Strahl. Ja der Veränderung. Es ist Zeit, Veränderungen durchzustehen, Kolja. Das heißt, ihr teilt euch im Endeffekt auf, weiß nicht, dein Bruder, dein Vater, die fahren dahin, besuchen deine Oma und du sitzt zu Hause und spielst mit uns CSGO, oder? Nee, ohne euch. Ja, also die Sache ist, meine Eltern, dadurch, dass die halt arbeiten und beide in so öffentlichen, wie sagt man das, in öffentlichen Diensten sind oder in öffentlichen Positionen. Also mein Vater ist zum Beispiel Lehrer. In öffentlichen Positionen. Ja, wie nennt man das denn? Wie das war, glaube ich, schon richtig, ja. Die sind halt, ja doch, im öffentlichen, ja doch, stimmt, die sind im öffentlichen Dienst, ja genau. So, ne, und zum Beispiel mein Vater, weil er halt ne, Lehrer ist, hat der halt mehr noch mit Leuten zu tun, als jetzt zum Beispiel mein Bruder, der, keine Ahnung, das letzte Mal mit irgendwelchen Leuten vor, keine Ahnung, 2 Monaten oder so irgendwas zu tun hatte, ist halt ein bisschen so schwierig, das Risiko dann zu taxieren. Ja, aber mal gucken, wie es dann wirklich wird. Ich sehe gerade, wir hatten anscheinend vorgestern auch den Höchststand an Neufällen mal wieder, ne? Ja, ja. Rekorde sind ja auch da, um geboren zu werden, wa? Ich verstehe es nicht. Wir haben doch einen halben Lockdown. So, hä? Ja, Digga, es ist... Ja... Das ist eigentlich auch eine Statistik, die ich mal ergänzen muss. Die ist irgendwie tricky. Ja, und Todesfälle. Todesfälle wird jetzt immer relevanter. Mhm. Jungs, haben wir noch ein positives Thema für einen Podcast? Ja, Jungs, ich habe sogar eins. Ich habe vor Weihnachten nochmal investiert. Worein? Ich habe mir für alle meine Monitore jetzt Monitorhalterungen bestellt. Und eine ist tatsächlich heute schon angekommen. Also ich habe einmal einen für einen Monitor und einmal eine für zwei. Eine ist heute angekommen, jetzt habe ich einen Monitor vertikal hängen. Oh. Finde ich nice. Ah, ich muss noch alles justieren. Für den muss ich auch mal überlegen, ob ich das auch mache. Ich habe halt gedacht, wenn du so 3 Monitore hast, ist halt schon geil, so einen vertikal zu hängen. Ich habe jetzt zum Beispiel auf einem, was ich vorher immer auf 2 Monitoren hatte, Audition und Audacity untereinander offen. Ist schon cool. Oh, das ist, ich glaube, nice. Jetzt wo du das sagst, ist eigentlich auch eine gute Idee, weil ich habe bei mir jetzt nicht so unendlich viel Platz, aber wenn ich meine Monitore einfach ein bisschen nach links schiebe, dann könnte ich eventuell rechts noch vertikal einen Monitor hinkriegen. Das wäre eigentlich auch so. Das ist halt ein Ding, das spart Platz. Und halt, was ich auch geil finde, so die Füße fallen halt einfach weg, Digga. Mein halber Schreibtisch war voll mit diesen scheiß Monitorfüßen. Und jetzt habe ich halt unter dem Monitor Platz im besten Fall. Plus ist halt auch einfach zu programmieren gar nicht mal so unpraktisch. Ein vertikaler Monitor. Ja, also, wenn du so 3 Monitore hast, ein vertikaler, glaube ich, echt ziemlich nice. So. Ja, bei 2 würde ich es, glaube ich, nicht machen, da würde mich das nur abfangen. Nee, aber bei 3 kann man das langsamer machen, ne? Ja, da wird langsam mal Zeit. Ich finde aber generell, wenn man sich mal anguckt oder irgendwie online von anderen Leuten so ihr Setup sieht, so was die Leute da teilweise mit ihren Monitoren und mit ihren Setups machen, das ist einfach NASA-Wissenschaft. Ich habe letztens eins gesehen, da hatte jemand ne, quasi so seinen Main-Monitor. Ne, quasi direkt vor sich stehen. Links davon hatte der dann auch so einen queren Bildschirm. Und darüber hatte der dann noch... Ein Querdenker. Darüber hatte der dann noch von oben so einen queren Bildschirm. Das sah wirklich aus, als würde er da gleich, keine Ahnung, so ein Flugzeug starten oder so. Das war einfach wild. Ja, man kann schon viel machen. Ich weiß auch nicht, irgendwann, als ich... In meinem Zimmer, wo ich vorher war, da hatte ich auch 3 Monitore und jetzt nur 2. Und dann irgendwann sind, glaube ich, meine Nachbarn zum Schreibtisch, weil die irgendeinen alten Schreibtisch kaufen wollten, reingekommen. Und meine Nachbarin hat nur gefragt, ob die hier in der NSA-Kontrollzentrale gelandet wäre oder sowas. Habe ich hier bei sowas in der Art auch schon gehört. Die denken einfach direkt, dass du das Pentagon hacken möchtest oder so. Ey, und? Ich meine, das kann man jetzt auf der Kamera nicht sehen, aber ich habe meinen Schreibtisch gefixt.
Hast du was, also Holzspachtel da reingemacht und dann drüber gestrichen, oder? Oder hast du diesen Trick mit den Rahmen gemacht, wo du so ein Paket Rahmen nimmst und das dann einfach so da reinpackst und dann klatschleifst? Tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich hatte ja hinten an meinem Schreibtisch so einen Kabelkanal, darum konnte ich den halt nicht umdrehen. Und dann habe ich mich gestern mal rangemacht, alleine hier meinen Schreibtisch umgebaut, diesen Kabelkanal irgendwie da ewig rausgefummelt. Also der war halt so fest einjustiert, sodass ich beide Seiten montieren musste, die obere Platte ab und dann das Ding abnehmen konnte. Und dann habe ich meinen Schreibtisch einfach umgedreht. Und jetzt sehe ich das Loch nicht mehr. Ach, Junge, Alter. Bist du Tobi, ne? Oh mein Gott. Digga, ich weiß nicht. Ich bin halt, und darum kam ich nämlich erst auf die Idee mit diesen Monitorhalterungen, weil vorher konnte ich die halt nicht anbringen, weil ich halt hinten, also hier hat der Schreibtisch aufgehört und hier war direkt so ein Ding, so eine Tobi, erklär das mal für Wand. Die Leute, die gerade Podcast und darum, hören, ne? Und, also ja, ist halt schwierig. Bro. Da hinten also hat halt nicht die Halterung. Es gibt ja so eine Halterung, die greift um die Tischplatte und die hat halt nicht dran gepasst, weil da direkt eine Wand kam. Und dadurch, dass ich jetzt diese Wand weg habe, konnte ich da jetzt auch die Halterung. Tobi hat einfach die Wand eingerissen. Weißt du, Tobi sitzt da so und erklärt uns mit irgendwelchen Winkeln und seinen Händen was und dann kam das da so rein. Und die Leute, die zu Hause einfach nur den Podcast hören können und dabei ihre Wäsche machen oder so, denken sich so, was? Ja, ist halt schwer zu erklären. Also, ja, so und so und so. Das, was um die Tischplatte gegriffen hat, das geht jetzt dran und ging halt vorher nicht dran. Also selbst mit Tobis versuchen da irgendwelche Gang-Signs oder so zu machen, aber ich immer noch nicht ganz, was du jetzt bei deinem Tisch gemacht hast, aber du hast deinen Tisch gefixt, das ist gut. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, am Montag sollen jetzt die anderen beiden, also die Halterung für die anderen beiden Monitore ankommen. Ich hoffe, das läuft soweit. Was noch blöd ist, Monitore haben ja auf der Hinterseite immer so WESA-Halterungen, also eigentlich einfach nur so vier Schraubeneinsätze. Ein Monitor von mir hat das nicht. Da habe ich mir jetzt so ein Ding bestellt, dass das von hinten so Greifarme hat, die dann so den Monitor so festhalten. Oh Gott, das könnte ein bisschen scuffed sein, aber ich habe gedacht, besser als jetzt gar nicht zu haben. Bin mal gespannt, aber ey. Du bringst wieder auf jeden Fall auf gute Ideen. Ich muss mein Setup hier auch mal ein bisschen umstellen. Ich habe nämlich jetzt auch, das nervt mich ein bisschen, so eingeschränkten Fußraum. So ein bisschen, einmal dadurch, dass halt, ich habe rechts, auf der rechten Seite habe ich halt ganz normale Tischbeine und links habe ich halt drunter stehen so einen Rollkastenschrank quasi. Ja. Also ohne Rollen, aber so ein Schubladenschrank einfach nur. Ja. Und dadurch habe ich einmal eingeschränkten Fußraum und mein Rechner steht jetzt. Ja, und mein Rechner steht jetzt halt auch gerade auf dem Schreibtisch, weil ich den jetzt halt nicht noch rechts hinstellen will. Weil dann habe ich halt noch weniger Fußraum, logischerweise. Und halt auch dann weniger Platz, so, weil ich kann die Monitore halt nicht so weit nach hinten schieben, weil mein Rechner halt da steht. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal links mir auch einfach Beine drunter mache und diesen Schubladenschrank irgendwo anders hinklatsche oder aus meinem Zimmer raushaue, dann kann ich meinen Rechner wieder nach unten stellen und dann passt das vielleicht mit den drei Monitoren besser. Dass du so gewalttätig bist. Das finde ich aber auch wichtig, dass wenn du, gerade wenn du so viel am PC sitzt, dass du halt auch mal irgendwie deine Beine so ausstrecken kannst oder so. Nein, ich kann die auch ausstrecken. Ja, so. Es ist jetzt nicht so, als ob hier so übel wenig Raum wäre. Ich habe schon viel Raum, aber wenn jetzt mein PC noch hier stehen würde, würde mich das halt abfangen. So, ich habe im Endeffekt kann ich meine Beine dann immer noch breit machen, aber man fühlt sich auch so eingeengt dadurch, finde ich. Es ist nicht unbedingt der Fall, aber es fühlt sich so an. So, das gefällt mir halt nicht. Ey, First World Problems. Apropos Setup, wie man vielleicht im Videopodcast auf YouTube jetzt sehen wird. Shoutouts gehen übrigens raus. Ich kann jetzt erklären, das auch mal für die nur Podcast-Hörer. Ja, warte. Auf der Seite, also auf meiner linken Seite, seht ihr im Hintergrund, oder vielleicht auch nicht im Hintergrund, ist ein großes Loch quasi in meiner was heißt Loch? Also da stand vorher halt einfach so ein großer eine große Schublade, eine große Kommode. Eine Schublade. Und die steht jetzt. Eine Schublade. Hinter mir. Die stand da so an der Wand. Kannst du so aus der Wand rausziehen. Nein, eine Kommode. Eine Kommode, meine Güte. Und die steht jetzt hinter mir und die sieht ein bisschen. Also da steht quasi jetzt nur noch das Grundgerüst, weil ich die seit letzter Woche fixe. Und. Ja, läuft ja gut, ne? Man sieht es nicht, aber unten ist schon wieder eine Kommode drin. Und ich muss gleich noch von den anderen. Nicht Kommode, von den anderen Schubladen. Meine Güte, ihr habt mich richtig rausgebracht. Also da fehlen jetzt noch drei Schubladen, die werde ich aber gleich noch fixen. Weil es könnte womöglich sein, dass diese IKEA-Produkte, die haben ja hinten, ihr kennt das ja wahrscheinlich, dass IKEA-Produkte generell hinten so
wie soll ich sagen, so dünnere Holz Pappdinger Pappe, haben. Alter. Ja, genau. Und es ist, also no joke, und das Zeug zieht so Feuchtigkeit an. Es ist unglaublich. Bei mir ist das hinten halt an einer Stelle so ein bisschen geschimmelt. Ne, und da bringt halt nicht viel, wenn du jetzt so Schimmelentferner drauf machst. Deswegen habe ich dann das Ding generell einfach abmontiert und bin mit meinem Vater dann in den Baumarkt gefahren. Und dann haben wir da extra so eine, noch so eine andere Holzplatte gekauft. Und die haben wir dann angestrichen, also beziehungsweise mein Vater so angestrichen, damit halt keine Feuchtigkeit da durchkommt, ne? Weil wenn Farbe da drum ist, um diese komplette Platte, ne, dann zieht er ja keine Feuchtigkeit ein. Und um das Ding dann komplett schimmelproof zu machen, werden jetzt von den ganzen Schubladen, weil die sind nur auf einer Seite beschichtet, ne? Also quasi die Unterseite, die man nicht sieht, wenn man die Schublade rauszieht. Das ist halt auch, die, sieht man noch diese Pappe oder dieses, ne, billige, dünne Ding. Und das hat mein Vater jetzt auch noch gestrichen. Dann muss ich gleich erstmal alles wieder zusammenbauen. Wird sehr spannend. Und ja, das ist die Erklärung, warum hinter mir so ein halber Schrank steht. Mir ist gerade aufgefallen, die Kamera ist gerade abgestürzt. Und hat jetzt bis jetzt gerade das Video nicht gespeichert. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt wird es dann wahrscheinlich von mir ein Standbild. Gut, dass Yannick der Einzige war, der noch nichts über sein Video gesagt hat. Ja. Ey, können wir bei Yannick dann bitte einfach so ein lustiges GIF einbauen oder so? Boah, ich habe ein richtig gutes. Da ist so ein Pinguin und der hat so einen kleinen Aktenkoffer und der sieht so aus, als würde er gerade zur Arbeit gehen. So, das ja, bauen perfekt, wir einfach das wird eingebaut, Tobi, bin so, ich der, auch. Und der läuft dann da einfach so eine halbe Stunde durchs Bild. Nice. Aber so ein GIF, was einen perfekten Loop hat, bitte. Hat es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Muss ich raussuchen. Perfekt. Also müsste es eigentlich haben. Aber nochmal, um auf Setups zurückzukommen. Ich baue jetzt hier direkt so eine krasse Überleitung. Alter. Habt ihr von Montana Black, habt ihr die Haustour geguckt? Wurde jetzt dann. Aber es kam ja erst die ersten zwei Teile, oder? Ja, eben, deshalb so sein richtiger Gaming-Raum und sowas ist das noch gar nicht dabei, oder? Kann sein. Ich habe, glaube ich, von der ersten nicht alles gesehen, aber Bro, ich habe ja vorher sein Haus so ein bisschen gehatet, so, aber als ich dann gesehen habe, wie er so sein Ankleidezimmer gestaltet hat, fucking shit. Das sieht echt nice aus, ja. Nee, ich finde das Haus insgesamt nice. Also, ihr habt ja schon mit diesen LED-Skate, aber ich finde, wenn man die zum Beispiel weiß macht, sieht es halt super nice aus. Ja. Und, es ist immer die Frage, wo. Also, deshalb. Ja, Ankleidezimmer ist natürlich auch krass so. Ich finde aber, dadurch, dass er so eine Innenarchitektin dabei hatte, glaube ich, Innenarchitektin heißt das. Die hat ja sogar selber jetzt einen YouTube-Kanal und da irgendwie erklärt ist. Ne? Ich glaube, hätte die das nicht dabei. Er sie nicht dabei gehabt, dann wäre es schnell so unwohnlich geworden. Ja. Und dadurch, dass sie halt da irgendwie noch so ein Auge drauf hatte, ist das irgendwie so ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Ja, deshalb holst du dir ja auch so eine Person dazu, ne? Ja. Also ich finde es auch sehr. Und ich meine, Monta hat ja auch das Geld dazu, wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Apropos Geld, habt ihr. Was der da so ausgeben hat, hat er, glaube ich, das habt Geld. Habt ihr mitbekommen, dass der seine kompletten Einnahmen von YouTube quasi so geleakt hat oder gezeigt hat im Stream? Ja, wobei komplett war es ja nicht. Es war ja nur die letzten beiden Jahre. Was waren die letzten beiden Jahre? Auf seinem Spontaner Black-Kanal, also das ist ja quasi der aktivere Kanal von ihm. Ich meine, Montana hat ja, der hat seinen Montana Black-Account, dann hat er seinen Spontaner Black-Account, wo der, also eine Montana Black ist mit den ganzen Real-Life-Stories und wo so zweimal im Jahr ein Video kommt. Ja, genau. Und dann Spontana Black sind halt so Gaming-Sachen. Dann hat der ist der ja quasi noch so Teil-Owner von richtiger Kevin und die Crew. Also da bekommt er ja auch noch mal gut Kohle. Aber auf Spontana Black hat der, glaube ich, ihn seit 2018 oder irgendwie Ende 2017, wo der da angefangen hat, hochzuladen, hat er einfach mal über 1 Million an AdSense auf Spontana Black reingecashed, ja. Ja. Das ist einfach so, du denkst, der Typ ist halt einfach reich und das ist halt einfach noch mal reicher. Ja, wobei, ich muss sagen, also, ja, er könnte halt viel mehr rausholen, so, ne?
Ich meine, gut, er verdient jetzt mit Montana Black ganz gut, aber Montana Black, so, da macht er halt mit einem Video gefühlt 20.000 oder so und lädt halt trotzdem nur zweimal im Jahr ein Video hoch. Und mich würde auch sehr interessieren, was so die Crew und Kevin machen, weil ich glaube, die verdienen auch richtig gut Geld. Ja, ich meine, da sind ja so viele Reaction-Videos und was die sich Leute angucken. Ja. Aber ich meine, das Problem dabei ist ja dann auch, dass ja dann teilweise wieder auf Videos davon ganz viele Leute reacten und dann vielleicht da auch eher das Revenue nochmal hingeschiftet wird und nicht direkt zu richtiger Kevin oder die Crew direkt. Ja, wobei die Videos von denen haben schon mal, also wenn das so relevante Themen sind, haben die eigentlich immer über 500.000 Aufrufe. Ja, nee, das ist schon. Die haben ja generell immer 500.000 Aufrufe. Ja. Und wenn es halt irgendwas Relevantes ist, gefühlt auch immer so Millionen. Ja, ja. Also ich glaube, die Kanäle. Ist halt krass für die beiden, ne, die Kanäle machen, ne? Ich glaube, der eine ist sogar noch in der Schule von denen und der andere halt auch noch ziemlich jung. Digga, ist halt insane, ne? Imagine, du machst so viel Kohle. Ja, aber also ich meine, das ist ja quasi nur so ein Einkommensstream von Monte. Ja, dann kommt ja noch mehr Merch dazu. Ja. Und Twitch. Ja, und auf jeden Fall. Und ich glaube, Twitch ist ganz wahrscheinlich... Twitch dann auch gerne mal einen Monat nicht. schwieriges Thema. Nee, also ich glaube, dass der mit Twitch zu seinen besten Zeiten, ich weiß nicht, wie viele Subs hatte der, 40.000 oder so, oder 50.000, wie so um den Dreh, irgendwie sowas. Also da verdienst du auch noch mal im Jahr... Ja, 150.000 im Monat, ne? Ja, so ungefähr. Also, ja, plus noch die ganzen... Spenden und so, da kannst du wahrscheinlich dann auch nochmal, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 oder so draufrechnen. Oh, mehr, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht, Spenden sind immer so eine Sache. Also ich glaube, Subs sind schon, glaube ich, sehr, sehr großer Teil. Aber ja, keine Ahnung, damit Merch und so, das ist halt einfach, der Typ schwimmt halt in Geld. Ja, ich habe gerade mal gesehen, richtiger Kevin ist halt ein österreichischer Kanal. Und der ist halt einfach in Österreich der 14. größte Kanal. Einfach so ein Reaction-Kanal, chillig. Nice. Aber die haben auch beide, glaube ich, so 1,4 und 1,5 Millionen Abonnenten. Also das ist schon, wie Monte jetzt sagen würde, das ist der Monte-Effekt. Saftig, schmachtig. Ja, beide knapp unter 1,5. Ja. Ja. Es ist insane, was der für Geld macht. Aber da, wenn du dir auch das Ankleidezimmer von dem anguckst und dann der, keine Ahnung, da so die 5 Louis Vuitton T-Shirts an der Stange hängen hat, dann weißt du auch, wo direkt das Geld wieder hinfließt. Ja, Digga, aber es stört mich irgendwie, ne? Ich glaube, der gibt halt echt alles, was er hat, aus. Und Digga, das fuckt mich so ab. Vor allen Dingen, wenn er dann so eine Roomtour macht und dann sagt so, yo, das sind so 30 T-Shirts, die haben wahrscheinlich zusammen so 10.000 Euro gekostet, habe ich alle noch nie angehabt. Digga, dann denke ich mir, mach doch irgendwas Besseres mit deinem Geld. Meinetwegen, spar es halt einfach so. Selbst wenn du dann irgendwie Geld verlierst durch Inflation oder so, aber gib es nicht alles so richtig dumm aus. Na, aber ich glaube, vieles, wo wir auch vielleicht denken, dass es dumm ausgegeben ist, ist vielleicht auch gar nicht so dumm ausgegeben. Ja, Digga, kannst du also, nicht erzählen, dass es klug ausgeben ist, wenn er sich 10 T-Shirts kauft, die der noch nie anhört. Ja, warte. Du musst das halt auch von der Perspektive sehen, wenn er zum Beispiel jetzt so, wie nennt er das immer, irgendwie Einkaufsstreams oder so macht. Die Shopping-Streams, genau. So, da bekommt er ja auch nochmal Klicks durch. Also, ne, weil Leute denken sich so, oh shit, Alter, der gibt so viel Geld aus. Leute gehen deswegen auf seinen Twitch, um sich das vielleicht live anzugucken. Er kann immer noch ein nices Video draus machen, selbst wenn er da, keine Ahnung, den ein oder anderen Taui ausgibt, so durch Ad-Revenue und so, holt er sich auf jeden Fall einen guten Teil davon wieder zurück. Und also natürlich gibt er sehr viel Geld dumm aus, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es ist auch, dass der Geld ausgibt, um noch mehr Geld zu bekommen. Also die Content-Sicht macht schon Sinn, aber ich glaube, der gibt auch genug Geld aus, ohne das jetzt so großartig zu zeigen. Wieder mit 10.000 in die Spiele. Der könnte auch mal Investment-Streams machen. Ich kaufe heute Aktien. Ja. Naja, aber ich muss sagen, das war das Einzige, was mich gestört hat an den Wumtos, wie der so richtig zeigt, also wie der teilweise so zeigt, wie er so richtig unnötig Geld ausgibt. Ja. Nee, aber es ist krass. Ja,
Weißt du, dann, der Beste fand ich auch, geht er bei sich in eine, er hat ja, glaube ich, 3 Küchen oder sowas. So eine richtig absurde Anzahl an jetzt Küchen. Nicht mehr, oder? Kann sein, dass der eine Küche direkt rausgeworfen hat und jetzt nur noch 2 hat. Aber er stand dann in weil es war ja, glaube ich, vorher in der ersten Etage eine Küche und da war jetzt, glaube ich, in der Roomtour keine mehr, oder? War da keine mehr? Ja, auf jeden Fall, er stand bei seiner zweiten Roomtour, stand er in einer Küche, ne? Und dann sagt er so, yo, ne, die Küche, so, da habe ich die Schrank, wie nennt man das denn? Also ja, okay, quasi, wenn er doch so in der Küche stand, dann muss das ja auf der ersten Etage gewesen sein. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er stand auf jeden Fall in so einer kleineren Küche und er meinte, er hätte die noch nie wirklich benutzt. Hat aber gesagt, jo, von den Schränken quasi so die Front, die Fassade, ne, das hätte ihm gar nicht gefallen, deswegen hätte er die alle weiß gemacht und ein bisschen umgestaltet und so. Und dann sagt er wirklich so einen Satz weiter, so, ja, ne, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Küche brauche, so wahrscheinlich schmeiße ich die nächstes Jahr raus. Und denkst du so, jo, hä? So, wenn chillig. Du die nicht benutzt, so safe, dann ja. Störst du dich daran, dass irgendwie die Schränke da nicht so reinpassen. Ich meine, am Anfang dachte ich mir auch so, der hat ja schon in seiner Roomtour, wo der einfach das Haus gezeigt hat, hat er schon gesagt, dass er echt viel machen will, so. Da dachte ich mir so, yo, ja, irgendwie unnötig, weil das Haus war ja gefühlt neu. Und trotzdem wollte er so voll viele Sachen anpassen. Aber ich meine, wenn er das Geld hat so und sich so das Haus so nach seinen Träumen so gestalten kann, so, ja, soll er machen. Das ist jetzt für mich noch relativ vernünftig. Vor allem, wo man jetzt das Ergebnis sieht, ist halt schon krass. Was ich aber erstaunlicherweise gar nicht so schlimm fand, weil, also man weiß ja, dass er auf so Graffiti-Sachen steht. Ja. Aber er hat da, glaube ich, wenn man, glaube ich, reinkommt, ist ja da direkt so eine Treppe im ja. Flur, wo es dann halt nach oben geht, in die erste Etage. So. Mhm. Und da hat der sich von Frost, ist jetzt vielleicht nicht jedem Begriff, aber Frost ist, glaube ich, auch Mitglied der 187 Straßenbande. Also jetzt nicht vom musikalischen Teil, aber quasi vom künstlerischen Teil. Also der ist, glaube ich, irgendwie so der Graffiti-Typ bei denen aus der Gruppe. Ist, glaube ich, generell in dieser Hamburg-Szene da so relativ, ja, genau, glaube ich, einer der größten Graffiti-Leute. So. Ja, und dann hat der und ich glaube sogar noch Jizzes haben sich dann irgendwie ein bisschen ausgetobt und Montana hat dann einfach so einen großen Bilderrahmen da drum gemacht und ich fand, das sah schon irgendwie sick aus, weil das war quasi einfach so eine Wand. Du hast einfach so ein Graffiti von Jizzes in deinem Haus. Ja, no joke, aber das ist ultimativer Flex. Jetzt scheiß mal auf, keine Ahnung, irgendwie Drip. Den Lambo. Oder Uhren oder sonst irgendwas. Bro, einfach ein Graffiti von Jizzes bei dir zu Hause. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand, es hat sogar ganz gut reingepasst. Da hatte ich auch am Anfang gedacht, so Graffiti, ja, so außerhalb von der Garage, aber war okay. Ja. Ich meine, manche hängen sich da halt so ein riesen Bild hin und da ist dann halt jetzt so ein Graffiti. Ich sehe. Ist auch Kunst, ne? Von der. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, Yannick sagt einfach nichts mehr, weil Yannick war so richtig unbeteiligt. Ich würde mal sagen, wir fangen heute mal mit den Fragen hier an. Da fangen wir heute mal mit an, ja. Meine Güte, ich bin heute echt so raus aus dem Leben. Lost. Es ist insane. Naja. Ja, okay, gut. Die ersten Fragen sind wieder auf das altbekannte Corona-Thema. Aber meine erste Frage ist, wie glaubt ihr, wird Corona noch weiter verlaufen? Also glaubt ihr, dass wir, keine Ahnung, wenn irgendwann so der Impfstoff getestet ist, wenn der quasi rauskommt, dass wir dann nach, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monaten oder so, dass sich das komplett eingedämmt ist? Oder glaubt ihr, dass sich das noch 1, 2 Jahre zieht? Also ich würde jetzt mal sagen, nach diesem harten Lockdown, der dann jetzt auch hoffentlich deutschlandweit dann passieren wird oder kommen wird, dass dann die Zahlen schon mal besser sind und somit auch die Grundlage für Impfungen deutlich besser ist und wir dann nächstes Jahr irgendwann anfangen können zu impfen, dann wird es aber natürlich noch dauern, alle Leute zu impfen, vor allem auch, wenn diese Impfungen nur 4 Monate halten, etc. Also ich würde sagen, dass wir jetzt schon noch fast ein Jahr oder bestimmt noch ein Jahr mit dem Thema zu kämpfen haben werden. Ja, ich glaube halt auch, dass es jetzt im Sommer wieder besser wird. Also man hat es ja auch diesen Sommer gesehen, so da geht es halt automatisch so ein bisschen runter. Darauf spekuliere ich so ein bisschen.
Aber ich glaube auch, selbst wenn wir so eine flächendeckende Corona-Immunität haben, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren da einfach wieder was Neues kommt. Also ich glaube, da könnten wir jetzt länger mit beschäftigt sein mit solchen Krankheiten. Corona oder 2. vielleicht 0. Irgendwie so eine Corona, wie sagt man, Mutation. Oder so. Ja. Ja, gut, dass wir die ganzen Nerze getötet haben in Dänemark. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so. Also es ist natürlich immer so, die Zukunft voraussagen immer schwierig. Das kommt wahrscheinlich komplett anders, als wir das alle erwarten. Aber ich glaube, dass wir da auch noch das ein oder andere Jahr mit zu kämpfen haben. Und dann direkt als Anschlussfrage, wenn wir jetzt mal annehmen, dass Corona so vom einen Tag auf den anderen so komplett weg ist und dass man plötzlich wieder alles machen kann, was wäre das Erste, was ihr machen würdet? Was wäre das Erste, wo ihr so sagen würdet, yo, so lang nicht mehr gemacht, habe ich so Bock. Eine dicke drauf. Party schmeißt, sofort unter der Woche, egal, frei nehmen und erstmal eine dicke Party feiern. Auf jeden Fall. Ja, bei mir wahrscheinlich same. Also das ist so, glaube ich, auch das, was, oder vielleicht auch Club, aber so eine richtig nice Party, da hätte ich schon Bock drauf. Ich glaube, ja. Ich hätte so einen richtigen Exzess-Tag. Ich würde einfach so morgens ins Fitnessstudio gehen, kann dann irgendwie so Mittag einfach irgendwo essen gehen, dann nochmal ins Fitnessstudio gehen und dann abends einfach so richtig Absturzparty. Ich glaube, das wäre so. Ich meine, ja, sowas wie Fitnessstudio finde ich auch nice, aber das, also keine Ahnung, das ist für mich eher so eine regelmäßige Aktivität. Ich habe gerade eher so an einen Moment so gedacht. Das wäre halt bei mir auf jeden Fall eine Party. True. So eine Party, wo man so alle Freunde sieht, mal wieder so gefühlt nach einem Jahr sich mal wieder mit denen unterhalten kann, so vernünftig und so. Bro, einfach alle mal wieder umarmen. Ja, das wäre aber das Wichtigste für mich. Boah, ich bin aber so ein einfach mal zusammen, dann, ne? Tanzen. Ich kann mich gar nicht zurückhalten, euch alle auf den Mund zu küssen. Das wäre endlich wieder, Alter. Wir müssen endlich aber echt mal aufpassen, wo wir so eine Party machen. Weil wir müssen ja auch die Kapazitäten haben, um die ganzen Ausstöße, sage ich jetzt mal, unterbringen zu können. Weil ich glaube, dass... das ist nach so langer Zeit nicht viel trinken oder so, glaube ich. Da kann das schon ziemlich schnell gehen bei manchen Leuten. Ey, ich schwöre. Die Angst hatte ich auch im Sommer, aber da war ich gut dabei. Ich schwöre, ich trinke jetzt. Obwohl, also ich muss sagen, ich glaube, wenn ich obwohl jetzt. Ich trinke, doch, eigentlich wenn schon. Wenn ich jetzt. Na, die Sache ist, ich hätte jetzt so gesagt, jo, nach 2 Bier, so bin ich schon gut dabei. Aber es gab womöglich einen Tag, da habe ich so 3/4 von einem Wodka getrunken. Nee, warte, eher so 2/3 von einem Wodka getrunken. Und vielleicht so. 6-7 Bier und ich musste nicht kotzen, also womöglich bin ich noch nicht ganz verloren. Nee, ich hab mir auch mittlerweile so vorgenommen, Alkohol zu trinken. Vor einer Zeit lang habe ich mir so vorgenommen, wenn ich trinke, dass ich nicht so viel trinke, dass ich kotze. Mittlerweile bin ich dabei, dass ich nicht so viel trinke, dass ich am nächsten Tag einen Kater habe. Aber das lief ganz gut im Sommer. Ja. Das ist ja bombastisch. In den letzten Monaten lief das bei mir auch gut. So. Ja, bei mir auch. Also ich hatte in den letzten Monaten keinen Kater oder so. Also naja. Nee, ich habe generell keinen Kater, aber... Hast du nicht genug getrunken? Nee, ich wollte sagen, ich habe keine Katze zu Hause, aber... Nächste Frage. Okay, jetzt mal vielleicht eine ein bisschen abstraktere Frage, nämlich, wenn ihr morgen gezwungen werden würdet, euch ein Tattoo stechen zu lassen. Was wäre das? Also was wäre euer Motiv? Und vielleicht der sogar QR-Code zu meinem QR-Code zu meinem Portfolio. Zu dem Portfolio? Okay. Ach so. Ja. Ja, zu dem Portfolio, einfach, was noch nicht existiert? Ja, würde ich dann machen, ne? Und Tobi, was wäre deins? Wahrscheinlich irgendwas, was so eine tiefergründige Bedeutung hätte, was man aber so nicht unbedingt versteht. QR-Code so Never Gonna Give You Up. Ich sehe schon, Tobi wird sich dann so richtig klischeehaft, irgendwie so ein paar Geburtszahlen auf dem Arm oder so. Ein Arschgeweih. Nee, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, auf jeden Fall irgendwas sehr Minimalistisches. Ja, also ich hatte jetzt auch nicht vor, mir so einen riesigen QR-Code oder so. Einfach auf Hinterkopf, Alter. Ja, stimmt, wie Hitman. Der hat doch auch irgendwie so einen Code. Oder hier so ein paar so Strichchen und dann so Cut hier hinschreiben. Ja, wie Finch asozial. Nice. Wie wäre Köder?
Finch asozial hat das. Hat er das? Ja. Wild. Ich wusste jetzt auch gerade nicht, woher ich es kenne, aber irgendwie. Ja, Kolja. Ja. Was wär's denn bei dir? Ja, ich weiß nicht, ich habe generell, ihr seid ja, glaube ich, mehr so, also ich glaube, wie ich euch beide einschätzen würde, ihr wollt euch generell nicht unbedingt Tattoos stechen lassen. Das ist vollkommen richtig, ja. Wogegen ich, glaube ich, mehr so auf der Seite steht, dass ich mir vielleicht auch mal ein Tattoo stechen lassen würde. Ja, aber wenn ich morgen dazu gezwungen werden würde, also ich habe so zwei Dinge, die ich mir generell vielleicht stechen lassen würde. Das wären, sagt euch Kunai was? Ein Kunai? Das sind so, nee. Falls ihr mal Naruto geguckt habt, das sind so diese kleinen Dolche, die immer werfen. Okay, sagt euch gar nicht. Ich perfekt. Jetzt, ist nicht Kunai. Naruto habe ich jetzt auch nicht geguckt. Nein, das sind so japanische Dolche. Ich weiß nicht. Ich habe mal ein Bild gesehen, ich glaube auf Instagram oder so, von einer Person, die so ein Tattoo hatte, aus so relativ klein. Und ich weiß nicht, sowas auf die Innenseite des linken Bizepses oder Bizepses, wie auch immer, wäre, glaube ich, ganz nice. Und ich hatte letztens noch irgendwas. Ich glaube, das ist gerade bei mir so ganz tief im Gehirn drin. Und ich komme nicht drauf. Ja. Nee, als du das gerade gesagt hast, musste ich nochmal hier googeln, wie nochmal die Firma heißt, die Yu-Gi-Oh!-Karten rausgebracht hat, aber das war ja Konami. Und da bin ich dabei auf ein Trump Yu-Gi-Oh!-Karten-Poster gestoßen, wo einfach so ein Bild von Trump drauf ist. What? Das ist irgendwie eine Loser-Karte. Ich weiß nicht, ist ganz wild. Ich schicke das gleich mal in den Discord. Okay. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht, ich muss sagen, bei Tattoos. Also was wär denn eure Tattoo-Stelle, wenn ihr euch mal ein Tattoo stechen lasst? Auf jeden Fall irgendwas, was man gut verstecken kann. Also vielleicht sogar, wenn es jetzt, ich sag mal so, wenn es jetzt der QR-Code wäre, der sollte ja eigentlich auch praktischerweise gut sichtbar sein, ja. Also wenn ich jetzt jemandem mein Portfolio zeigen wollen würde, dann sollte das jetzt nicht unbedingt am Knöchel sein oder auf der linken Pobacke. Nee, ich dachte so direkt so am... So auf deinem Sixpack, weißt du, damit sich das auch noch schön verformt, wenn du trainierst oder so. Ey, oder, wo ich weiß nicht, ob das ein Tattoo ist, aber ich weiß, dass Michaela Schäfer hat sich irgendwie so künstlich so ein Sixpack machen lassen, das ist immer so aussieht, als hätte sie so ein Sixpack. Bro, Michaela Schäfer hat sich ja auch quasi, wie nennt man das denn, ihre, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sie hat sich quasi man hat ja um die Nippel, ne, hat man ja quasi so ein runden Bereich, der ja auch nicht hautfarbend ist, sondern der ja so ein bisschen ich weiß nicht, mehr so braun. Pinker, rosaner ist. Ja, pink, rosa, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall hat die sich das quasi, ich habe echt keine Ahnung, wie man das nennt. Warte, Brustwarze, nennt man das? Ach, egal. Nee, auf doch. Jeden Fall. Ja, ich glaub, auf jeden schon, Fall. Hat die sich den Bereich, glaube ich, einfach irgendwie zu so einem Herz oder so tätowieren lassen. Stimmt, ja. Es leuchtet mir an. Ich glaube, es hat Tobi gerade. Hat Tobi, glaube ich, auch schon mal gehört. Ja, ich habe mich gerne gefragt, auf was Koya hinaus will. Ja, ich musste das erstmal erklären. So. Also, da musste man ja auch erstmal ein bisschen überlegen, bevor auch, man. Das wäre auch, glaube ich, einfacher oder schneller gegangen. Also. Ja, auf jeden Fall hat die sich, glaube ich, ihre Brustwarze irgendwie zu so einem Herz oder so tätowieren lassen. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich finde, glaube ich, sogar der Oberschenkel ist auf dem Bein so, ist, glaube ich, auch eine ganz nice Stelle, um sich irgendwie tätowieren zu lassen, weil das sieht man ja eigentlich wirklich nie, außer du chillst jetzt, keine Ahnung, mit so einer ganz kurzen Badehose. Irgendwo. Ja. Sehr kurz dann seid. Ja. Ja, ich weiß nicht, so Eierkneifer-Badehose. Das finde ich halt auch ganz nice. Ja, oder halt einfach so quasi unter dem Armband von deiner Uhr oder so. Machst sie so ab, bam, ja. Hier ist mein Portfolio. Ja, aber weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht auch so. Ja, Oberarm ist auch irgendwie komisch. Schwierig, ist alles scheiße. Ich habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Oder vielleicht so ein schönes Freifeld-Tattoo also groß also auf die Brust. Brauche ich mich auch nicht damit auseinandersetzen. Freifeld. Ja. Da, puh. Ja, ich sehe schon, ich habe heute die richtigen Fragen. Ja, dann bin ich aber gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Würdest du dich piercen lassen? An welcher Stelle? An welchem Boden? Der linke oder der rechte?
Nee, also beide. Wo wir jetzt schon bei Tattoos waren, und Tattoos sind ja auch so eine Art Kunstform, kann man ja nicht anders sagen. Wirklich. Was ist euer insgesamter Lieblingskünstler oder vielleicht eure Lieblingskunstform? Also da geht es jetzt vielleicht, mögt ihr vielleicht Musik am meisten? Mögt ihr irgendwelche Malerei? Gibt es vielleicht Tattoo-Artists, die ihr voll nice findet? Findet ihr Graffiti geil oder so? Also ich muss schon, also ich finde, es gibt da wirklich ganz viele Tattoo-Artists, wo ich jetzt sagen würde, boah, die Kunst von denen gefällt mir wirklich, die würde ich genauso auch tragen wollen. Naja, also ja, mein Lieblingskünstler, ganz klar Leonardo da Vinci. Also die Kunst von dem gefällt mir sehr gut. Ich meine, Gerhard Richter auch wirklich. Ey, no joke, Gerhard Richter wird immer gehatet, ne? Von allen aus unserer Schule wird der, glaube ich, gehatet, weil wir einfach. Nicht also für alles, aber David für manche Friedrich Sachen. Ist da auf jeden Fall dann eher mein Favorit. Bro, Tobi. Ich meine, Gerhard Richter hat schon einige weirde Sachen gemacht. Wenn du das ernst meinst, dann sind wir so. Nee, es war ein Joke. Ich hasse dich. Nee, Junge, also wenn ich so klassische Kunst, juckt mich wirklich gar nicht. Nee, also wenn du dann jetzt schon so auf so einen Trip gehst, dann ist doch eher die Musik, die dann meine Lieblingskunst ist. Ja. Und dann könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, wer da mein Lieblingskünstler ist, also der wirklich für mich die musikalische Kunst so darbietet. Ich meine, wir hatten ja letztes Mal, wer am meisten so gehört wurde von uns. Aber bei Lieblingskünstler wird bei mir auch noch so ein bisschen Persönlichkeit reinspielen. Und ich glaube, da sehe ich dann UFO zum Beispiel nicht auf Platz 1. Das ist schwierig irgendwie. Ach ja, doch, weil das, wenn ich mich jetzt auf jemanden festlegen würde, dann würde ich jetzt sagen, Lieblingskünstler hier Refusion. Aber es ist halt auch einfach immer so ein bisschen, ja. Ich sag Juice WRLD einfach. Okay. Und Kolja, was ist denn bei dir? Einfach welcher Tattoo-Artist ist denn dein Favorite? Ja, ich muss sagen, der Typ, der Michaela Schäfer da tätowiert hat. Also, würdest du dir auch machen lassen? Ja, das ist so schön. Ich war auf jeden Fall lustig, so im Schwimmbad. What? Ja, wenn du dir auch sowas machen lässt. Und ach so, was man halt immer sehen, Kolja. Ja. Außer du fängst halt an, BH zu tragen. Aber ja, nee, ich war gerade noch so bei Michaela Schäfer und war dann so, wenn ich das jetzt mache, ja. Aber dann habe ich auch Bikini an, da war ich so, was? Ja, okay, kannst du auch machen, Kurt. Ich meine, stört uns jetzt nicht. Junge. Ja, ich sag ja, ich bin aber ich glaube, dann würde es mehr auffallen, als wenn du einfach kein Bikini an hättest wahrscheinlich. Cole, der lässt sich einmal betrunken tätowieren und wird danach einfach zur Transe. Das ist die Transformation. Ja, wenn ich jetzt schon einmal dabei bin. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, natürlich, Musik begleitet einen irgendwie immer so auch durch den Alltag. Also es ist quasi immer so omnipräsent, Musik. Ich weiß aber nicht, ob Musik wirklich so meine liebste Kunstform gibt. Also zum Beispiel Kunstform könnte man jetzt zum Beispiel einfach auch noch Kaspar David Friedrich raus. Design oder sowas mitzählen. Was ja, glaube ich, mehr so bei Tobi auch so im Metier wäre. Also der Künstler, ja, Tobi, wer ist denn dein Design-Lieblingskünstler? Finde ich, ja. Also ich meine, Design ist ja auch Kunst. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Fotografie auch. Ja, oder Fotografie. Tobi hätte jetzt auch irgendeinen Fotografen oder so sagen können. Ja. So. Der Fotograf von Michaela Schäfer. Das ist Tobis Lieblingsfotograf. Der macht qualitativ sehr hochwertige Fotos. Die inspiziere ich immer. Pixel, genau. Nein, also ich weiß nicht. So, ich glaube, wenn man klassische Kunst nimmt, dann safe Kaspar David Friedrich. Aber es wäre wahrscheinlich bei mir auch Musik, weil Musik halt einfach immer da ist. Und ich weiß gar nicht, bei Musik ist halt so schwierig. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Peter Fox oder so sagen würde, weil der Digga, Peter Fox wäre es bei mir, glaube ich, nicht, weil er einfach irgendwie gefühlt nichts mehr macht, der Arsch. Seit irgendwie gefühlt 2008 hat er uns hängen lassen. Da hat er nichts mehr Nices gemacht. Bei Kolja könnte ich mir entweder halt Helene Fischer oder Sixten vorstellen. Ja, also, oder halt Michaela Schäfer, die singt ja, glaube ich, auch. Ach so, ja, dann bitte. Was? Echt, das sind Songs, oder? Okay, jetzt wird's. Bevor wir jetzt hier komplett woanders abdriften, noch eine letzte Frage, weil wir ja bald Weihnachten haben und wenn jetzt bald wieder Lockdown kommt. Wie wird dir denn geschrieben? Ich schenke dir nichts. Haben die Leute ja sehr viel Zeit. Ich weiß, das haben wir schon öfters gefragt, aber was sind so eure Serien, Film und Spiele-Tipps? Ja, die hat richtig viele Songs.
Ja, okay, also, ja, ist einfach. Bevor wir vom Thema abdriften. Lieblingskünstlerin. Partypolizei, 400.000 Views. Ja, guck mal, die ist ja auch ein Kunstwerk, ne? Die hat ja quasi, ne, durch ihre Tattoos, ne? Ja, wo wir also heute hier alle. Also doch, so, nee, jetzt beantwortet mal hier noch die letzte Frage, damit wir endlich den Bums hier beenden können. Ah, sorry, hau noch mal raus. Was sind eure Serien-, Film- und Spieletipps für die Winterferien? Für die Spiele, angefangen mit CSGO und oh mein Rocket Gott. League. Wenn man mit mehreren Leuten was zusammenspielen will, Among Us. Ist ja auch auf dem Handy kostenlos, Griblio am Rechner und Cards of Humanity online. Sehr lustig. Kann man natürlich auch nicht mit zu vielen Leuten spielen, dann wird es irgendwann ein bisschen zu chaotisch. Serientechnisch, jetzt wird es schon schwieriger wieder. Was Neues auch mal, ja, ansonsten Mandalorian auf jeden Fall. Also Star Wars. Es soll jetzt ein neuer Star Wars-Film kommen, ne? Ja, oh, Disney so ist auch da dran. Kommen? Einmal eine neue Star Wars-Serie auf Disney kommt, ne? Tja, deshalb habe ich mir Disney Plus geholt, nur um Star Wars sehen zu können. Tja. Man kann den Account ja auch mit mehreren Leuten benutzen, ne? Zu viert, ja, glaube ich, ein. Zu viert und kostet, glaube ich, 7 € im Monat, also von daher. Ja, Pock, let's go. Ich hole mir das mal für einen Monat und bin dann alles durch oder so. Ja, keine Ahnung. Bei neuen Serien sonst. Ich habe auch zu wenig Netflix in letzter Zeit geguckt. Ja, generell, ich habe gar keine Ahnung. Also an neuen Serien. Ich habe das einzige rewatched. Sorry. Das einzige Spiel, was ich empfehlen könnte, wäre wahrscheinlich wie ich Formel 1 gerade oder FIFA. Und ey, ich gucke auch keine Serien mehr. Also ich habe keine Serien geguckt in letzter Zeit. Ich habe mal wieder eine neue Serie quasi angefangen und gefunden. Also ich habe sehr lange jetzt keine Serie geguckt, außer Rewatching hier Elementary, die erste Staffel, die ich zum Geburtstag bekommen habe. So, die, keine Ahnung, kenne ich aber gefühlt in- und auswendig. Aber eine neue Serie, Blacklist. Also, was heißt neue Serie? Für mich halt neue Serie. Ich glaube, gibt es schon 7 Staffeln oder so. Neue Serie, übrigens die Simpsons, Jungs. Von 2012 oder so. Ja, Blacklist und mit 7 Staffeln. Ey. Jungs, gestern rausgekommen, ne? Na, also ich weiß nicht, ich finde die Serie ganz nice. Auch wenn sie teilweise vielleicht ein bisschen cringe ist. Ich glaube, Blacklist habe ich so die ersten beiden Staffeln geguckt und danach irgendwie. Irgendwie hat es mich nicht mehr so gepackt, I don't know, vielleicht hätte ich auch weiter gucken sollen, aber irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht, ich kann die eigentlich empfehlen, auch wenn ich die an manchen Stellen vielleicht ein bisschen. Wie weit bist du denn? Cringy finde. Ich glaube, erste Staffel fast am Ende. Ja, Dicker, guck halt erstmal ein bisschen weiter. Ja, also bisher kann ich die ja empfehlen, so. Erste Staffel war ganz nice, so. Ich sag so, yo, nach 2 Staffeln habe ich keinen Bock mehr, so. Ja, ich kann es aber empfehlen. Ja, also, ne, soll ich jetzt 7 Staffeln durchgucken? Ja. Und nächste Woche berichtest du dann. Ja. Okay, Jungs, wir sehen uns nächste Woche. Mal ganz kurz, in 2 Wochen kommt schon unsere Weihnachtsfolge. Oder kommt die nächste Woche? Nee, die kommt nächste Woche. Nächste Woche, ja, klar. Oh mein nächste Gott. Nächste Woche. Und übernächste Woche kommt schon unsere Silvesterfolge. Fuck. Ja, Tobi, hast du. Fuck, ich muss nochmal wegen Weihnachtsmann-Witzen gucken. So, ja, Kolja, du musst uns auch die Ziffern mal recherchieren. Ja, Kolja. Ja, okay, ja. Naja, okay, vielen Dank fürs Zuhören, Zugucken. Family Guy. Oh, Family Guy, Modern Family, Simpsons und so Sachen. Alter, Simpsons, Modern Family auf jeden Fall auch. Ja, die jetzt eine neue Serie nochmal raushauen. Ja, aber ich meine, wenn man Family Guy noch nicht alles durchgeguckt hat, dann sollte man das auf jeden Fall spätestens jetzt mal tun. Ja, mach mal. ich habe noch einen. Ich wünschte. Deadly Class, glaube ich, oder so. Deadly Classroom Das oder sowas. Ist auch gesehen. War nice cool. Erste Staffel. Ja, das ist tatsächlich cool. Ist zwar jetzt auch nicht direkt topmodern, aber naja. Ist vielen, neu, vielen Dank fürs Zuhören. Kam letztes Jahr raus. Aber und alle Filme mit Leslie Nielsen, also Nackte Kanone zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen. Jo, vielen Dank. Naja, ist am Ende nochmal richtig rausgewallert. Jetzt macht jemand von euch ein Outro, weil ich hab's gerade schon 4-mal gesagt, aber. Nee, Kolja, nee, mach ruhig. Du hast angefangen, jetzt muss es auch zu Ende bringen. Ja. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zugucken. Wenn ihr jetzt noch dran seid, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Wenn ihr zum Beispiel auf iTunes hört oder so, lasst uns eine nette Bewertung da. Ansonsten folgt uns auf allen möglichen Social Media Plattformen, die bei uns überall verlinkt sind unter dem Podcast. Sonst irgendwas. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche mit der Weihnachtsfolge. Ciao, ciao. Ciao.